Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Peter Luz und begrüße euch zu meinem Video. In der heutigen Folge, ihr werdet es euch mit Sicherheit schon gedacht haben, werden wir ein Display 1.5 auspacken. Ja, und der ist endlich da. Nicht ganz in der Menge, die man gerne gehabt hätte. Ungefähr zwei Drittel von dem, was man eigentlich bestellt hat, hat man bekommen, so ungefähr. Dementsprechend werden wir eins hier auspacken. Das andere werde ich nicht vor der Kamera auspacken, sondern mit meiner Frau zusammen. Und wir hoffen einfach mal das Beste. So, bevor wir jetzt allerdings damit anfangen, gibt es sozusagen noch wortwörtlich das Wort zum Sonntag von mir. Und zwar letzten Sonntag war ja von Bandai das europaweite Webcam-Turnier, an dem ich auch teilgenommen habe, wo ich euch auch gerne jetzt sagen würde, ey, war voll super, hat voll Spaß gemacht, dies, das, jenes, hier ist mein Deck, erkläre ich euch gerne. Allerdings kann ich das nicht. Ich habe halt mitgemacht und war recht zuversichtlich am Anfang. Als ich dann 1:3 stand, bin ich gedroppt, da das Ganze für mich einfach keinen Sinn mehr hatte. Naja, um dazu noch, ich sag mal, kurz was zu sagen. Ich habe dieses Deck jetzt über mehrere Wochen und Monate hinweg gespielt, habe dem Kasin Feinschliff gegeben und ja, ich weiß nicht, wie man das sagen soll. Das Deck ist auf jeden Fall nicht schlecht, weil Blue Omnimon, und habe damit halt auch so Locals gewonnen, wo halt viele von denen, die Top-Platzierungen hatten, immer mitmachen. Das heißt, ich habe auch genug Training, sage ich mal. Nur, es hat in den Spielen lustigerweise immer daran gehapert, dass ich irgendwas nicht gezogen habe. Also wir reden nicht davon, dass ich einfach nur ein Schlüssel-Digimon nicht gezogen habe. Nee, ich habe das ganze Spiel über kein Level 5er gesehen, kein Rookie, kein nichts. Also es ärgert mich einfach massiv. Das war nicht mehr, was ich sagen könnte. Okay, ich habe schlecht gespielt. Okay, ich habe mein Deck schlecht zusammengebaut. Das war eine schlechte Entscheidung. Hier, dies, das, jenes. Nein, das war wirklich einfach nur, ich habe es nicht gezogen. Und ich habe gemischt wie immer. Mischen ist sowieso ein Problem bei mir in TCGs, was mich halt echt aufregt. Aber sozusagen so klang oder kampflos unterzugehen, das hat mich echt getroffen. Zumal selbst dieses eine gewonnene Spiel war eins, wo ich absolut keinen Rookie gezogen habe. Und ja, das Ganze war halt oder ist für mich immer noch eine riesige Enttäuschung. Ich habe mich da riesig drauf gefreut. So blöd es auch klingt, also von dem, was ich eigentlich von meinem Deck kenne, mein spielerisches Können, Top 16 wäre auf jeden Fall drin gewesen. Also, ja, ich weiß, das klingt halt immer blöd hinterher, ja, wäre dies, das, jenes, aber es ist halt so, der Erstplatzierte ist halt jemand, gegen den ich regelmäßig spiele, Zweitplatzierte, jemand, mit dem ich regelmäßig spiele, Drittplatzierte, gegen den ich regelmäßig spiele. In den Top 16 sind viele andere Spieler, mit denen ich regelmäßig spiele. Und dementsprechend würde ich halt sagen, Top 16 wäre machbar gewesen. Ja, sehr, sehr schade, ist immer noch eine herbe Enttäuschung für mich. Ich habe ernsthaft darüber nachgedacht, alle meine Karten einfach zu verkaufen und nichts mehr mit dem Spiel zu tun haben zu wollen. Aber wir werden mal sehen. Ja, es ist irgendwie schade, dass 1.0 für mich dann quasi jetzt so zu Ende gegangen ist. Vielleicht möchte trotzdem noch jemand, wenn, oder ich frage es einfach andersrum, wenn ihr das Deck-Profile trotzdem sehen wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich habe mir halt bei dem Deck was gedacht, hat halt Spaß gemacht, hat sonst immer funktioniert. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal die Packs auf und hoffen einfach, dass es in Zukunft besser wird. So, wir gucken uns das Ganze mal an. Wie schon gesagt, wir haben nicht alles das bekommen, was wir vorbestellt haben, leider. Aber naja, wir machen das Beste draus. Wir haben halt, einmal bekommen wir dazu zwei Dashpacks zu jedem Display. Also nicht zu jedem Display, ich glaube zu jedem 12 Boostern gibt es ein Dashpack. Haben wir halt die zwei Stück von. Na, komm schon, bisschen Fokus. Geh. Fokus. Geht doch. Genau, wir können hier halt drin haben einmal Granku Vagamon in Alternative Art, Brave Sheet, Hovering Crusher, Holy Wave und Blitz Greymon. Wie sage ich das jetzt freundlich? Die Option Cards interessieren mich absolut gar nicht. Ich möchte hier eigentlich gerne Blitz Greymon oder Granku Vagamon draus haben. Die anderen Karten müssen jetzt nicht unbedingt sein. Wie gesagt, wir bekommen halt zwei pro Display. Mein Local Game Store hat noch die Memorial Packs bekommen. Normalerweise kriegt ihr die, wenn ihr, lass mich nicht lügen, 18, was, 18 oder 16? Wenn ihr auf jeden Fall irgendeine komische Anzahl von, wie heißt es, von 1.5 kauft, von 1.0, mein Game Store, das ist so gemacht, der gibt die quasi für alle, ich glaube, 18 Booster oder so, gibt er die halt raus. Deswegen habe ich jetzt für den Display 1 bekommen. Genau, das sind die Promokarten in New World, DNA, Digivolution, Hearts United, Patamon's Confession und Ties Growing Up. Werden wir uns dann gleich angucken. Wir bekommen noch jeweils ein Boxtopper, Special Box Promotion Pack. Von denen wusste ich ehrlich gesagt nichts. Sind halt die gleichen, die wir auch schon im ersten hatten. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Ich mochte die Karten. Und ja, da sind halt immer die zwei von denen drin. Also entweder Garurumon, Verigarurumon, Agumon, Greymon oder Vidramon Zero und Tai. Ja, wusste ich nicht, es war eine positive Überraschung, sag ich mal. Wir bekommen einen Boxtopper, das sind halt die Champion Security Digimon in Full Art. Wir haben hier einen Kylomon. Finde ich ein bisschen schade, ist nicht ein Glitzer, nicht ein Holo. Aber ansonsten sind das halt ganz coole Karten. Ich bin froh, dass es ein Kylomon ist.
weil ich das Digimon halt mag und ich habe halt eine Deckidee damit. Kleiner Moment, ich trinke kurz was. Besser, ihr könnt mich trinken als rumkrächzen. Und dann sieht das Ganze halt so aus. Ich habe schon aufgemacht. Ich mache es mal kurz zu. So, da sieht man es halt. Wir haben insgesamt 152 verschiedene Karten drin. Davon sind 64 Commons, 40 Uncommons, 35 Rare, 10 Super Rares und 3 Secret Rares. Und dementsprechend ist sozusagen die Gesamtanzahl an Karten halbiert worden und die einzelnen Karten in ihrem Typ auch sozusagen. So, ich persönlich hoffe auf, Omnimon Alter S wäre halt cool, aber ansonsten Shine Greymon, Blitz Greymon und wie heißt es? Aber wer ist das Ding denn? Ulforce Vedramon wäre halt ganz cool. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Nee, den müssen wir halt nicht aufmachen, den tun wir direkt beiseite zu Gelb. Würde ich sagen, machen wir hier mal mit dem Special Box Promotion Pack weiter. Entschuldigung, ich bin wieder in den Ständer gekommen. Und wir haben das Garurumon. Finde ich jetzt auch gar nicht mal so schlecht. Die beiden, wir haben einmal das Garurumon, sagt halt, an Inherited Effect when attacking, if this Digimon has Garurumon in its name, trigger draw one card. Und das wäre Garurumon Fokus. Auch komm schon. So, sagt er einmal, when attacking once per turn, if this Digimon has Garurumon Digivolution Card anzuspenden. Das heißt, wir können, wenn Garurumon drunter ist, zweimal angreifen, was halt gut ist mit dem hier. Und in Inherited Effect, while you have 8 or more cards in your hand, this Digimon gains Security Attack plus 1. Sind halt ganz solide, kann man auf jeden Fall spielen. So, kleiner Moment, ich werde das hier mal kurz anders machen mit dem Ständer. Da ich ansonsten jedes Mal dagegen komme. So, sollte es gehen. Machen wir mit dem Memorial Pack weiter. Und wir haben Dena Digivolution Hearts United. Kostet halt 0. If you have a Davis Motimia. Boah, ich kann den Namen nicht aussprechen. Wenn wir Davis gerne im Spiel haben, können wir ein you may place one XVmon and one Stinkmon from your hand at the bottom of your deck in any order to play one Paderon from your hand without paying its memory cost. Security Effect, add this card to its owner's hand. Huch. Ist eine coole Karte, wie ich finde. Unterstützt das Deck, ist aber sehr, sehr situational. Also man macht halt quasi minus 4 Karten, das ist schon echt hart. Wird sich aber zeigen, ob man die spielen kann, ausprobieren kann. So, ich muss mich hier mal kurz sortieren mit dem Müll und allem. Dann würde ich sagen, machen wir das erste Dashpack auf. So, ich hätte gar nicht mehr in Erinnerung, dass die ganzen Option-Cards da drin sind. Und wir haben, Howling Crush. Crusher. Also ich muss sagen, das Artwork ist halt echt schön, aber ich finde die Karte an sich halt leider nicht besonders gut. Aber das Artwork ist echt sehr, sehr schön. Vielleicht werde ich es einfach mal ausprobieren, einfach nur was Schönes im Deck zu haben. Gucken, was wir hier drin haben. Ich glaube das nicht, dass ich immer noch nicht die Booster richtig aufmachen kann. So. Und wir haben Brave Shield. Also wie gesagt, die Artworks sind halt cool von diesen Alternative Art Option Cards, aber ich finde die Karte an sich halt nicht sonderlich gut. Naja, wir werden sehen. Tun wir auf jeden Fall unsere Seite und ich würde sagen, wir fangen dann einfach mal mit den Boostern an. 12-12. Gehen wir mal auf die Seite und fangen mit dem ersten an. So, vielleicht kann ich noch das eine oder andere zu den Karten selber sagen. So. Für Schwarz haben wir auf jeden Fall, ich kann es nicht aussprechen, das Ludomon. Wir haben das Gomamon, das ist ganz cool. Ich mag den Effekt für das Weikmon-Deck halt, dass wir, wenn wir dieses Digimon, oder für jedes Gegner oder Digimon, was keine Digivolution Source hat, reduzieren sich die Playkosten auf dieses Gomamon um 2, um 1. Oh Gott, ich bin echt nicht bei der Sache. Geogremon, sehr, sehr gut für das Shine-Greymon-Deck. Vorvomon, Shamanmon, Holy Wave. Juvel Bimon, Argomon, Weikmon, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir das haben. Kakimon, Glorious Burst, sehr schön. Und Ragnarlordmon, das fängt doch schon mal gut an. Ja, und Memory Gate. Ragnarlordmon finde ich halt sehr, sehr cool, Glorious Burst. Und wir haben noch das Weikmon gezogen. Finde ich sehr, sehr cool, Weikmon möchte ich auf jeden Fall ausprobieren. Ja, werden wir mal sehen, was wir hier sonst noch so ziehen. Tun wir auf jeden Fall mal beiseite. Kurz sortieren.
Ich habe hier gerade weniger Platz, als ich gerne hätte. Deswegen werden wir das mal so machen. Wir packen mal hier oben die roten hin, die blauen, die gelben. Dementsprechend können wir halt direkt sortieren. Obwohl, nee, ansonsten habe ich hier nachher gar keinen Platz mehr. Wir packen das Ganze einfach mal auf die Seite und ich kümmere mich da später drum. Wir machen einfach weiter. Das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, würde ich sagen. Wir haben ein Agumon, und zwar auf dem Rookie-Level. Fokus. Vemon, das ist ganz cool, dass uns das eine Karte ziehen lässt. Positron-Laser. Arukenimon. Nochmal das coole Gummamon. Tankmon, sehr, sehr gut für Schwarz. Beast-Cyclone, auch eine gute Karte für Schwarz. Gatomon, verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz, hat aber die Synergie mit dem Wizard-Mon, was wir schon haben. Puppet-Pummel. Puppet-Pummel finde ich irgendwie besser. Kyurmon, Dino-Bimon, sehr, sehr coole Karte. Und Ulforce Vedramon, das fängt doch schon mal gut an, würde ich sagen, hier bei mir. So, tun wir beiseite. Ich gehe nicht zu sehr auf die Karten, ansonsten wird das Video einfach wieder so lange. So, wir haben hier ein sehr, sehr süßes Artwork, ich finde, bei diesem Gatomon. Wir haben einen Sukamon, na, mag ich auch nicht sonderlich. Das Ikakumon, sehr, sehr cool. Trasht halt die Top-Devolution-Card von einem gegnerischen Digimon, wenn wir angreifen. Death Parade Blaster, Saber Drummon, Clockmon, Commandromon, Demi-Wemon, ich glaube, das ist das Gute. Ja, das mit Jamming, was unsere Karte ziehen lässt. Ludomon, Teriamon, oh, Race Greymon, Glorious Burst, sehr gut. Zwei Glorious Burst haben wir schon, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option-Card, gerade für Gelb. Und wir gucken, was wir sonst noch so Feines ziehen. Wir haben ein Patamon. Das Artwork ist sehr, sehr schön, dass wir die Patamon-Line halt jetzt in Blau haben. Ich mag es halt, dass die Farbe halt, ich sag mal, in Effekten treu bleibt, aber die Digimonerin halt variieren können. Hier zum Beispiel mit den Digivolution-Cards trashen. Haben wir halt jetzt Patamon und Angemon. Garudamon. Candlemon. Agumon. Nein, ich werde euch das einfach mal erzählen. Und zwar hat mich jemand mal darauf hingewiesen, dass die Nase aussieht wie von Lego. Seitdem kann ich das nicht mehr wegsehen. Und das Gleiche wünsche ich euch jetzt natürlich auch. Also, hier, Lego-Nase. Plasma Steak. Mamimon. Aquilamon. Das Gurumon. Der billige Fake sozusagen. The Ray of Victory. Upamon. Testament. Und Alternative Cranium-Mon. Ja, kann man, glaube ich, mitarbeiten. Schwarz ist auch eine Farbe, die ich auf jeden Fall ausprobieren möchte. Und ich finde es aber interessant, dass die guten Booster sozusagen so früh gekommen sind. So. Wir haben ein Psychemon, ein Tier Ludomomon, Auroramon, Magna Angemon. Hier das halt, der Effekt finde ich halt sehr, sehr cool, gerade für Blau, für das Weigmon, Agumon. Mega Seedramon, sehr cooles Artwork, ansonsten finde ich, bringt die Karte nicht so viel. Angewomon bringt uns jetzt ehrlich gesagt auch nichts mehr mit den 10.000. Das Suizid-Salamon, was einfach nur in den Gegner reinrennt und Security Deck plus 1 gibt. Flymon, Agumon, das Digitama. Salamon nochmal. Grace Cross Freezer. Oh, das war's. Oha, der ging ja fast zu gut auf. Rapidmon, sozusagen noch ein weiteres Kabuterimon, sehr gut für Grün. Arctic Blizzard. Dokugumon. Meramon, darauf haben sich auch richtig viele Leute gefreut, die Lila spielen. Gargumon, ein weiteres Kabuterimon. Seedramon. Also, die Karte an sich ist nicht gut, um für so zu sehen von den Sets, aber es ist ein Champion, was wir für drei einfach ausspielen können. Lavogaritamon. Oh Gott, die Namen, die sagen mir ja gar nichts. Auf jeden Fall ein Ultra-Level-Digimon, was wir für 2 in Rot digitieren können, was noch 8000 hat und nicht nur die 7000 oder 6000 weniger. Puppet Pummel, Teriamon, Salamon und Kreskarugumon. Bin ich mal gespannt. Die Karte finde ich eigentlich auch recht cool. Hat Reboot, immer gut in Schwarz, kann halt auch aus Rot digitieren. Wird man bestimmt einiges mit anstellen können. Oh, wir haben Lightning Pawn, eine Karte sozusagen in Rookie Rush, Vorwurmon, Gazimon, Hawkmon, Necrophobia,
Skymerum, und darauf haben auch viele gewartet oder sich auf die Karte gefreut, den Lila. Raiji Ludomon, Minomon, Greymon, das Security, Gatomon, Silphimon und ein Blitzgreymon. Sehr gut, bis jetzt gefällt mir der Display, ehrlich gesagt, sehr, sehr gut. Aber wir sind noch im ersten Stapel, das wundert mich gerade, und wir haben schon so viele SR-Karten rausgeholt und die Alternative Art. Ich glaube, wenn ich den 12er Stapel hier durch habe, kann ich eigentlich die anderen 12 verkaufen. Georgremon, sehr, sehr gut. Lavomon, der Bifrost, Duramon, Agumon. Hier müsst ihr darauf achten, das ist limitiert, das darf man nur einmal im Deck haben. Betamon, ich mag das Artwork. Cherry Blast, Upamon, Birdramon. Es tut mir leid, dass ich die kleine Karte da immer so aufdecke. Edens Javelin, Phoenixmon, nice, Ragnar. Ich habe zwei Alternative Arts. Das überrascht mich ein wenig, aber ja, wenn noch so weitergeht nach den. Also den Stapel haben wir noch übrig von den ersten 12. 12 haben wir noch übrig. Ich würde sagen, wenn wir die durch haben, die 12 könnt ihr gerne kaufen. Nein, Spaß beiseite, wir machen natürlich weiter. Oh Gott, das lief ja echt gut. Penguinmon, sehr, sehr cool. Anspielung auf Digimon World 1. Angemon, das ist auch wieder, um die Digivolution Cards zu trashen. Attilamon für Gelb, auch endlich mein Digimon für 2, oder noch ein zusätzliches Digimon für 2 aufs Ultra-Level digitiert. Holding Crush, die normale Art, das normale Artwork. Giromon. Kunomon, auch wieder eine Anspielung auf Digimon World. Biomon. Vedramon. Demimeramon. Gururumon. Durandamon, das finde ich auch sehr, sehr cool, das Digimon. Und Brifeludramon. Die ergänzen sich halt sehr, sehr gut. Und ich mag es halt, dass das Mega-Level-Digimon sind, die für 3 Digitieren und 12.000 Digipower haben. Ich glaube, damit kann man auf jeden Fall einiges machen. Ja, noch so ein paar Blitzgreymon mehr. Wäre cool. Blossomon. Volcanic Flare. Kein Plan, wie es ausgesprochen wird. Armadillomon. Super Igamon. Holy Wave. Agumon. We have to stop fighting. Poromon und Goldramon. Ah, Cherubimon und der Davis. Das Artwork sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Mit der Karte möchte ich auch ein Deck bauen, auf jeden Fall. Wird sich zeigen. Falls jemand Memory Gauges braucht, ich habe einige übrig. So, weiter geht's. Shamanmon. Positron Laser. Wemon. Juvelbimon, Arukenimon, Saberdromon, Jagomon, Weigmon, nice, Kakimon, Bancho Stingmon. Hier weiß ich noch nicht, was ich von der Karte halten soll. Haben wir auch schon mal in einem Video drüber gesprochen oder in einem der Video. Ist auf jeden Fall eine coole Karte, aber sehr, sehr optional. Chakomon, ist eine coole Karte, freue ich mich, dass ich habe. Und noch ein Dinobimon. Ich mag die Karte einfach für grün. Piercing und Jamming ist einfach so eine geile Kombo. Wird sich auf jeden Fall was mitmachen lassen. So, wir haben den letzten der ersten 12 Booster. Nochmal Hovering Crusher, Tia Ludomon, Gomamon, Death Parade Blaster, Super Igamon, Hikakumon, Seedramon, Hidden Potential Discovered, ist auch limitiert auf 1, Agumon, Lobmon, Brave Shield, haben wir ja das Alternative Artwork, und wir machen Phoenixmon. So, ich fasse hier nochmal kurz zusammen, kleinen Moment. So, hier habe ich nochmal die Karten, die wir aus den ersten 12 Boostern gezogen haben. Das heißt, in eigentlich der Hälfte der Booster haben wir eine Super Rare gehabt. Wir haben 2 Alternative Art, Craniumon und Ragnarlordmon. Bin ich mal gespannt. Und dementsprechend würde ich davon ausgehen, dass wir keine Secret Rare haben, was echt schade wäre. Oh, das waren echt verdammt gute Booster. Und ich würde sagen, wir packen die Karten beiseite und gucken uns die nächsten 12 an. So, hier sind die nächsten 12 Booster aus dem Display und wir machen weiter. Hoffentlich geht es genauso gut weiter. Dusky, Meramon, Penguinmon, Plasma Stake, Gomamon, Armadillomon, Necrophobia, Arukenimon, Clevis Angemon, Niaromon, Bastomon. Ich freue mich zwar, dass wir so ein, dass wir eine weitere Karte im Blau haben, die für 2 aufs Ultra-Level geht, aber das Artwork, ich weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat.
Das mit Tyke Raymond finde ich ganz cool, die Virus-Version. Und wir haben Paydrama. Paydrama habe ich auch damals gesehen und ich fand dieses Digimon einfach cool. So, wir haben Dokugumon, Mega Seedramon, Zuckermon, Tankmon, Auroramon, Aururaumon, ach keine Ahnung, Lightningpaw, Regid Ludomon, Agumon, das Mega Level, Gigimon, das, darauf habe ich mich auch mega gefreut auf diese Karte, die ist einfach verlässlich, hat 1000 Power Gain, da finde ich mit, es müssen nur 5 Karten gehen, die Trash sein, dann kriege ich in meiner Runde plus 1000, Airdramon, das Security Champion Digimon aus Blau, Silphimon, und Mega Gargumon. Coole Karten. Mega Gargumon wird, glaube ich, im Grün auch ganz gut sein. Mal gespannt. Ich mache mir gerade ein bisschen Sorgen. Von den Rares sieht man doch nicht so viele, wie ich gedacht habe. Rapidmon. Giromon. Antillamon. Ja, immer noch kein Plan, wie man es ausspricht. Arctic Blizzard. Lavogaritamon. Agumon. Zudomon, ich mag das Artwork sehr, aber naja, 9000 ist nicht so viel. Delicate Plan, da bin ich sehr, sehr froh, dass wir diese Karte kriegen und die hat ein, wie nennt man das, Textfix, Errata, was auch immer bekommen. Es war eigentlich von Anfang an klar, dass es nur der Security, wenn wir die Karte halt ausspielen, checkt das Digimon halt keine Security Effects und Option Cards. Tamer werden immer noch gecheckt, das wurde aber irgendwie falsch übersetzt. Wusste aber eigentlich jeder von Anfang an, wie es gemeint war. Das gute Salamon. Rice Greymon und noch ein normales Craniamon. So sieht das normal aus. Mal gucken, was wir daraus machen. Sieht nach schwarz aus, würde ich sagen. So, Geogremon, Saberdramon, Psychomon, Juvelbeemon, Positron Laser, Shamanmon, Agumon, Flamon, Demimeramon, Aden's Javelin, Breath of the Gods und Dark Despair. Bis jetzt würde ich sagen, ein recht guter Display. So, wir haben Holy Wave, Vimon, Candlemon, Gargumon, Agumon, Saberdramon, Bifrost, Klaves Angemon, das Black Gatomon, was auch den Security Effect sehr gut für Lina, Niaromon, Lady Devimon und Angewomon. So, wir haben so noch ein Angemon, Blossomon, Dokugumon, Duramon, Hovering Crusher, Lavogaritamon, Angewomon, Birdramon, We Have to Stop Fighting, das Ankylomon, was wir heute schon als Boxstopper haben, so sieht das normale Artbook aus, Testament und Ofanimon. Ja, sehr cool, die Karte, die freue ich mich auch, damit ein Deck auszuprobieren, deswegen hoffe ich, dass ich noch mit dem anderen Display zusammen genug daraus dafür ziehe. Wir haben Mega Seedramon, Volcanic Flare, Mamimon, Zuckermon, Tankmon, Geromon, Penguinmon, Poromon, Goldromon, Bencher Stingmon, den Ken und Malomiotismon. Ja, die Booster hauen mich bis jetzt nicht vom Hocker. Die ersten 12 waren doch deutlich besser, würde ich sagen. So, Ikakumon, Plasma Steak, Psychomon, Rapidmon, Navovomon, Glockmon, Death Parade Blaster, Hidden Potential Discovered, Supermon, Demiwemon, Stingmon, auch eine sehr coole Karte, und Wormon. Wir haben Garudamon, Seedramon, Antillamon, Lightningpaw, Kunamon, Gazimon, Super Igamon, Vidramon, Airdramon, Codecracking, Scrapclaw und Etemon.
So, wieder einen gewaltigen Stapel Memory Gauges. Wir haben Cherry Blast, Armadillomon, Aquilamon, Dialudomon, Agumon mit der Lego-Nase, Meramon, Arctic Blizzard, Greymon, Agumon, Metal Mamemon und Rina. Kein Plan, wie der ausgesprochen wird, der Nachname. Aber es ist halt auch sehr gut für das blaue Vidromon-Deck. Wir haben noch zwei Booster. Mal gucken, was wir aus denen noch rausziehen. So, wir haben ansonsten noch Sky Meramon, Agumon, Patamon, Biomon, Betamon, Arukinimon, Beastcyclone, Zudomon, Minomon, Bastemon, Davis und wir haben noch einen Keresmon. Sehr schön. Kommt direkt auf den richtigen Stapel. Memory Gauge kommt auf Seite. Und der letzte Booster aus diesem Display. Wir haben Hawkmon, Commandramon, doch ist richtig. Magna Angemon, Gatomon, Aruraumon, Necrophobia, Turuyemon, ich hab's mal probiert, Delicate Plan, Lobmon, noch ein Gigimon, sehr schön, Metal Greymon und tatsächlich noch ein Granku Vagamon. Sehr schön. Das war der erste Display und ich würde sagen, wir gucken uns nochmal kurz die Ausbeute an. Wir haben einen Granku Vagamon, ein Keresmon, ein Craniamon, wir haben Kreskarurumon, Craniamon, Alternative Art, Ulfors Vedramon, Ragnalordmon, Alternative Art, Blitzgreymon und ein normales Ragnalordmon. Ich tue es mal hier mit hin. 9 Slots, würde ich sagen, war doch alles ganz gut. Ich würde sagen, damit machen wir hier einen Cut und ich schaue mal, was ich aus den Karten machen kann. Wir haben hier, wie gesagt, noch ein Display, was wir offscreen sozusagen aufmachen und mal gucken, was wir daraus für Decks bauen können, was man testen kann und wie sich das ganze Spiel hier noch entwickelt. Das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!